Mein Name ist Christina Ortner, ich bin da in Hagenberg am Studiengang Kommunikation, Wissen und Medien Professorin für den Bereich Online-Kommunikation. Und in der Forschung beschäftige ich mich damit, wie Menschen mit Medien umgehen in ihrem Alltag, und mein Fokus ist dabei sehr stark auf Jugendliche und Kinder. Also neben meiner Tätigkeit in der Lehre beschäftige ich mich in der Forschung sehr stark damit, wie Kinder und Jugendliche Medien im Alltag nutzen. Dabei geht es uns derzeit vor allem auch um die Frage der Chancengleichheit. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel gerade mit sozial Benachteiligten, wie die Medienkompetenz entwickeln, oder mit der Frage, wie Kinder in der Covid-19-Krise im Lockdown mit Medien umgegangen sind und wie sie das erlebt haben. Das war einerseits Philosophie, dann Literaturwissenschaften und Mathematik. Also ich habe an der Uni in Salzburg Kommunikationswissenschaft studiert und im Zweitfach Germanistik. Mich hat immer interessiert daran, wie mittels Texten, aber auch unterschiedliche Darstellungsformen mit Medien Bedeutung konstruiert wird und wie das dann auch bei den Rezipienten auf der anderen Seite ankommt. Konkret haben wir zwei Projekte laufen. Das eine Projekt beschäftigt sich mit Medienkompetenz sozial benachteiligter Jugendlicher. Das zweite Projekt, mit dem ich mich derzeit beschäftige, dreht sich um Kinder in der Covid-19-Situation. Da haben wir in 42 Ländern weltweit erhoben, wie Kinder diesen Lockdown erlebt haben und was da die besonderen Herausforderungen sind. Dass ich das tun kann, was mich interessiert, nämlich den Dingen auf den Grund gehen. Also das finde ich in der Forschung immer irrsinnig spannend, dass man die Sache halt nicht oberflächlich betrachtet, sondern dass man sich Teilbereiche raussucht, wo man wirklich in die Tiefe geht und dass man Dinge rausfindet, die noch keiner weiß. Besonders finde ich es schön, wenn man sieht, dass Ergebnisse, die man generiert hat, mit sehr viel Aufwand meistens, dann auch tatsächlich in der Praxis fruchtbar werden. Finanzierung zu finden. Also gerade in meinem Bereich, ich habe nicht unternehmensnahe Forschung, sondern Anwendungsforschung in dem Sinn, dass es gesellschaftlich relevante Themen sind, wo meistens nicht Privatunternehmen im Hintergrund stehen, die finanzielle Mittel haben. Und dafür Fördergelder zu bekommen, ist einer der größten Herausforderungen. Ich möchte bewirken, dass die Ergebnisse meiner Forschung dazu beitragen, dass der Alltag für diese Gruppen, um die es da geht, in meinem Fall oft Kinder und Jugendliche, dass sie der verbessert. Das heißt, dass sie eine Stimme kriegen, dass ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und dass es sich dann konkret auch auswirkt auf ihr Leben. Ich bin nicht einmal sicher, ob es mehr Forscherinnen und Forscher als Personen geben muss, es sollte mehr Forschung geben. Und die Leute, die in die Forschung gehen wollen, wir brauchen vor allem Leute, die engagiert sind, also die mit Herzblut dabei sind, die das mit Interesse machen und die da auch gewillt sind, was voranzutreiben. Ob es immer mehr sein müssen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Leidenschaft, die Bereitschaft, sich wirklich in etwas hineinzuarbeiten. Systematisches Denken, systematisches Denken, systematisches Denken. Und man muss die Dinge auch formulieren können. Also es ist notwendig, dass man Dinge auch in Sprache bringt.